Yay, Wurm-WG Part 3, Leute. 16 Grad. Also, man kann es kaum sehen, denn die Würmer gehen wieder runter in die tieferen Schichten. Aus dem Grund, dass es halt kalt wird. Mit dem bloßen Auge. Und ist noch also Freibuddel. Gut, dass er nicht beißen kann. Sie sind da. Die gehen bloß in die tieferen Schichten, weil es langsam zu kalt wird. Und 4 Wochen sind rum. Und ja, langsam sollten sie sich fortpflanzen. Und geben wir morgen noch mal ein bisschen Erde dazu. Oh, wir haben jetzt noch mal ein bisschen frische Erde drauf getan, denn die Wannen brauchen natürlich auch die Mineralien aus der Erde, die Würmer. So ist unerlässlich, ab und zu mal neue Erde reinzuschmeißen. Und ja, Futter, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe neue Erde drauf getan, da die ja natürlich Mineralien auch brauchen und die mit der Zeit verbrauchen. Ebenso neues Gras, weil das auch Ende war. Und wollen wir einfach mal schauen, wann die sich jetzt reproduzieren. Ich habe jetzt schon 2 oder 3 kleine Mini-Würmer gesehen, wenn ich das so richtig beurteilt habe. Aber natürlich müssen die noch wachsen, damit ihr die auch durch die Kamera sehen könnt. Und ja, das soll erstmal Part 3 gewesen sein.